die am Leben zu lassen, wenn sie sich ergeben, weil sie nachher sowieso versuchen, dich aufs Ohr zu hauen. Übers Ohr zu hauen. Stimmt es oder habe ich recht? Man weiß nicht. Was man momentan bereits weiß, ist, dass... Oh oh. Und tschüss, Junge. Nee, es ist mir gerade echt ein bisschen zu einfach, um ehrlich zu sein. Wir gehen mal kurz ins System. Wenn das jetzt einfach nur kurzzeitig am Gebiet liegt, dann kann ich ja nachher den Schwierigkeitsgrad immer noch runterstellen. Im Moment hätte ich ihn aber wirklich lieber auf Meister. Ja. So. Gut. Dann lasst uns mal sterben. Scheiße. Was war das? Okay. Macht nichts. Macht gar nichts. Wow. Proventus Avenici, das war eben dieser Typ in Weißlauf. Klar. Gut. Ich hole mir das Haus in Weißlauf, habe ich jetzt entschieden. Weißlauf ist eine schöne Stadt. So, abgesehen davon haben wir hier Ausdauertränke, aber das bringt mir nicht wirklich was. Und ihr habt sonst nichts, oder? Letzte Saat, Band was weiß ich. Schleichen verbessert auf 47. Gut so. Mir ist auch aufgefallen, dass wir langsamer aufleveln als vorher, was ich ebenfalls gut finde, um ehrlich zu sein. Und eine Schatzkarte 4, das heißt, ich habe 3 verpasst, oder wie? Objekte. Bücher. Schatzkarte. Wo finde ich denn Schatzkarte? Hier. Hä? Warte, hier ist Weißlauf. Dieses WR. Und davor steht eine Mühle. Ja, das ist klar. Da sind die Ställe, da ist eine Mühle. Und dann gehst du halt ein bisschen weiter und dann ist da... Okay, ich verstehe die Karte. Unglaublich. Aber ich verstehe die Karte. Na gut, ist jetzt nicht so schwer, ne? Wie dem auch sei. Wie war es nochmal? In Weißlauf waren, glaube ich, weder Abgeschworene noch Kaiserliche noch Sturmmäntel. Weißlauf war so eine neutrale Stadt. Und ich denke, in diesem Fall werde ich dann auch mich umso mehr freuen, nach Weißlauf gezogen zu sein. Denn ich bin ja auch eher, versuche ich neutral zu sein, abgesehen von den Talmor. Denn die haben sich eindeutig als Feinde zu erkennen gegeben. Noch vor kurzer Zeit. So. Und das eine Mal, dass ich mit ihnen kooperiert habe, ihr könnt mir sowas von vertrauen, das war das letzte Mal. Ich kooperiere halt ungern mit Leuten, die mich danach umzubringen versuchen. Ach ja, übrigens, wenn wir in Weißlauf sind, werden wir auch von da aus dann, wenn diese Quest erledigt ist, die ich gerade mache mit den Betrunkenen, werde ich auch die Hauptquest ein bisschen weiter treiben. Ich habe zwar noch nicht vor, sie so schnell zu beenden, aber Tails will uns dazu beglückwünschen, dass wir nach so langer Zeit endlich diese Quest erledigt haben. Da ist ein Riese. Probieren wir es jetzt mal. Machen wir den ein bisschen wütend. Hey Riese, komm mal. Nee, es passiert immer noch nicht. Stattdessen spielt er wenigstens Siegesmusik. Wenig ist über die rätselhaften Zweiklinge bekannt. Gegen Zweiklinge haben wir bisher auch noch nicht gekämpft. Hä? Warum machst du Liebe mit dem Stein da? Und warum schwingst du jetzt deinen Schwanz? Egal. So, Weißlauf. Die letzten paar Meter können wir eigentlich schnell reisen. Das ist jetzt keine Reise mehr. Weißlauf! Avenici! Und dann reden wir mit Dingensbumsens da. Diese Frau, die
zu der Betrunkenheit-Quest dazu zählt, die mich mittlerweile durchs ganze Land scheucht, diese Quest. So. Wo zeigst du hin? Du zeigst falsch. Karte. J, ne? J. Verschiedenes. Finde die Energiequelle, das will ich gerade jetzt nicht machen. Ja, das kann ich machen. Und dann das hier halt. Gut. Los dann. Was war das denn? Ihr seht ein bisschen müde aus. Solltet ihr nicht zu Hause im Bett sein? Sollte ich vermutlich wirklich. Ich bin ziemlich lang gereist, wenn man sich das mal überlegt. Mehrere Tage am Stück einfach nur rumreisen. Und ich fühle mich sofort wieder zu Hause, wenn ich hier durch Weißlauf laufe. Ja. Und als Mensch, da sagt ihr, Rolf, Kopf des großen Ah, da bist du. Hallo. Ihr seid also endlich wieder da. Seht ihr, ich habe Geduld gezeigt, aber ihr habt immer noch Schulden bei mir. Wie viel denn? Wie viel schulde ich euch? Es geht mir eigentlich gar nicht ums Geld. Ich hätte euch den Ring nicht auf Kredit gegeben, wenn ihr nicht so offensichtlich verliebt gewesen wäret. Aber wenn es keine Hochzeit gibt, könnt ihr mir wenigstens den Ring zurückgeben. Das war eines meiner besten Stücke. Ihr wolltet sofort zu eurer Verlobten gehen, um ihn ihr zu überreichen. Wisst ihr denn nicht einmal mehr, wo ihr sie zurückgelassen habt? Und das, nachdem ihr mir diese entzückende Geschichte erzählt habt, wie ihr euch in Hexennebelhain kennengelernt habt. Kein Wunder, dass sie euch verlassen hat. Ich verstehe das gar nicht. Sicher wird eure Zukünftige euch sagen, wo die Feier stattfindet. Falls sie euch immer noch heiraten will, wenn sie hört, dass ihr euch den Ring nicht leisten könnt. Gib mir den Ring. Dann wollt ihr es also tun. Ich wusste doch, dass ihr eure Verlobte nicht vergessen haben konntet. Ihr habt mit so viel Liebe von ihr gesprochen. Du willst nur das Geld. Ich weiß nicht viel über Morvonskar, aber es klang nach einem wunderbaren Ort für die Feier. Herzlichen Glückwunsch. Aha. Lebt wohl. Ich hol mir jetzt erstmal das Geld wieder zurück von Aveniti. Hoffe ich. Der bezahlt wahrscheinlich jetzt so 20 Goldstücke. Hallo. Ah, ihr esst gerade. Cool. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Ja, der Banditenanführer ist tot. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Na, das ging ja. Ich möchte ein Haus kaufen. Richtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Ja, super. Ich nehm's. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Danke. Ich würde gerne mein Zuhause... Ich sehe mir das Haus erstmal an. Genießt euren Besuch im Drachenfest. Das werde ich sicherlich. Schaue ich mir das Haus mal an. Und dann schaue ich, was es da einzurichten gibt. Eine Truhe steht leider nicht drin. Ich freue mich jetzt endlich ein Haus zu haben, ne? Auch wenn ich es noch nie gesehen habe. Könnt ihr nicht vielleicht mein Schwert verzaubern? Nee, ich bin kein Verzauberer. Also eigentlich ja schon, aber... Na, du weißt ja. Aua! Als Mensch, da sagtet ihr, lasst mich euch die Macht von Talos Sturm. Sorry, aber er hat langsam echt genervt. Das ging einfach nicht mehr. So. Kaninchenkeule, hätte ich dir denn nicht einfach in den Mund stopfen können? Junge. Einfach die Klappe halten. Wenn man nichts Gutes Passt zu sagen mit diesen Flammen auf. Ja, okay, mach ich. Einfach nur die Klappe halten. Merkt euch das. Wenn ihr mit mir in Frieden leben wollt,
einfach ganz lieb und gemütlich sein. Mein Haus. Briesenheim. Wo auch immer die Brise ist. Oh, das sieht ja lieblich aus. fast wie mein echtes. Nur, dass mein echtes nicht so real ist. Gut. Na gut, das sieht ziemlich... Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ein Bett habe ich. Habe ich auch Truhen? Ja, das ist eine Truhe, geben Sie mir. Was ist, wenn ich meine Gegenstände in Kategorien aufteilen möchte? Und wieso... Erklären wir mal kurz, wieso in meinem eigenen vier Wänden ein fremdes Bett ist. Ist das für Lydia? Ich werde einfach so tun, als wäre es für Lydia. Yay! Kann ich das irgendwie einrichten? Ich hätte gern so einen Feuerplatz, da wo jetzt im Moment nur Leere ist. Warte. Wir machen mal kurz, wie viel Geld habe ich eigentlich noch? 7000. Sollte ja gut reichen. Karte? Mach das da weg. Drachenfeste. Wie ich schon innerhalb der Stadt schnell reise. Wenn ich jetzt mein eigenes Haus habe, dann werde ich dort auf jeden Fall endlich mal offscreen natürlich. Ich werde es einrichten. Ich werde gucken, dass die Sachen da schön aussehen. Werde euch das dann nachher noch ein bisschen zeigen, aber ich glaube, das wird nicht so erstaunlich wie bei meinem Morrowind-Haus. Denn so viele Reichtümer habe ich einfach nicht. Hallo. Ja, da helfe ich euch gerne. Und natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Alchemielabor für 500 Goldstücke. Das ist sinnvoll, glaube ich. Aber es gibt gar nicht so viel. Eigentlich kann ich das alles kaufen, ne? Das Alchemielabor. Ich kann mir wirklich kein, ne? Ihr wisst schon, so eine Verzauberungspult hätte ich sehr gern gehabt. Naja, Wohnzimmereinrichtung. Sehr wohl. Ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das... Yep. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja, Dachbodendekoration. Sehr wohl. Ich... Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Hau direkt auch Schlafzimmereinrichtung, sehr ganz wohl. Klar. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Speisesaaldekoration. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Und ich glaube, wenn ich alles andere auch habe, dann das Alchemielabor auch. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Die sehen ja auch einfach geil aus. Und die Kücheneinrichtung. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? So, und wir kehren zurück zu unserem Haus. Aber erstmal müssen wir die Drachenfeste verlassen. Ja, den habe ich genossen. Genosse. Den habe ich sehr genossen. Mein eigenes Hauslein. Yay. Da freut sich Marco übrigens. Verdammt. Laufe. La la la. Streets of White. Run. Bitte run. Warte mal. Damit er wenigstens nach dem Tod einmal gewaschen ist. Ach, diese Leichen. Einfach mit allen Wassern gewaschen. Oh Gott. Ich muss es töten, bevor es Überhand einnimmt. Überhand ergreift. Meine ich. Gut. Auf in unser eigenes Haus. Oder mein eigenes Haus, Mann. Ihr habt ja eigentlich nichts zu suchen. Oh, das sieht doch schon mal ein bisschen schöner aus. Wir haben jetzt hier diesen schönen... Dieses schöne Feuer hier. Stellt mal vor, ich komme irgendwann komme ich mal besoffen nach Hause. Ich meine, soll ja schon passiert sein in diesem Spiel. Und dann... Ich gehe einfach nur die Treppe hoch. What the fuck? Also es ist nicht sehr schlau, das Feuer in die Mitte des Raums zu machen, meine ich damit. Aber wie dem auch sei. Was bist du? Du bist das Alchemielabor. Sogar mit einem Stuhl oder ich kann mich hinsetzen, ja? Das ist atmosphärisch einfach cool. Da habe ich auch noch eine Truhe dann. Gab es den Raum vorher überhaupt schon? Keine Ahnung. Lydia, du bleibst jetzt da drin. Oh Mann. So. Was ist jetzt dieses fremde Bett hier?
Das ist immer noch da. Ich werde den Raum hier einfach versiegeln. Und da habe ich diese Tür und mein eigenes schönes, gemütliches. Sie haben mir sogar einen Süßkuchen gegeben. Yay. Yay. Aber der Kuchen ist eine Lüge. Deshalb steckt er dir jetzt im Fuß. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Skyrim in meinem eingerichteten Haus. Bis dahin, Haus.